WM jetzt hier den Schlusspart übernehmen wird bei dieser Staffel. Und da ist Laura Dahlmeier als Erste. Und Andrea Henkel ist unterwegs. 3,3 Sekunden hat sie noch mal etwas gut gemacht auf den letzten 500 Metern. Respekt vor dieser Leistung, die junge Partenkirchnerin hier gezeigt hat. Ein hohes Risiko sind die Trainer gegangen. Mutige Entscheidung haben sie getroffen. Laura Dahlmeier hat gezeigt, dass diese mutige Entscheidung richtig war am heutigen Abend. 24,9 Sekunden, Italien der Rückstand. Und sie ist einfach nur noch platt, aber sie lächelt. Klasse Rennen. Man kann es nicht oft genug sagen. Die Norwegerinnen auf Rang 4 mit 38,6 Sekunden. Und das ist die Dominatorin dieser WM, Thora Berger, die jetzt auf die Strecke geht. In jedem Rennen bisher eine Medaille, dreimal Gold, zweimal Silber. Sie ist das Maß aller Dinge bislang. Und sie gilt es jetzt irgendwie, wie auch immer, in Schach zu halten. Wenn die deutschen Frauen ein Wörtchen mitreden wollen, um einen Platz auf dem Podest. Und da Daumen hoch, na klar, für die Mannschaftskameradin. Schöne Bilder einer glücklichen, einer erleichterten Laura Dahlmeier. Trainingspartnerinnen sind die beiden, ja, Miriam Gössner und Laura Dahlmeier. Bei Bernhard Kröll im Mittenwald haben sie trainiert. Eine Trainingsgruppe, zu der übrigens auch das nur am Rande Magdalena Neuner mal gehört hat. Deutschland vor der Ukraine, vor Italien. Kurz der Moment mal, um durchzuatmen. Da kann viel passieren, klar. Und da ist Berger an Russland vorbei. Olga Vilukina, ja, die Schlussläuferin für die russische Staffel. In dem blauen Rennanzug zu erkennen. Und Andrea Henkel bei der ersten Zwischenzeit. Ich bin gespannt, wie weit Olena Pidruschna, die Sprintweltmeisterin, zurück ist. 6,8 Sekunden. Verliert. Gut, die verliert. Ja, ungefähr denselben Abstand, den sie schon im Ziel hatte, nochmal obendrauf. Und so kennen wir Thora Berger. Ja, die ist jetzt schon bald auf einem Bronzerang, wenn es so weitergeht. Oberhofer wird sie dann wahrscheinlich nochmal. Ja, da kommt sie. Da hinten, ja. Schwer zu schätzen bei dieser Kameraperspektive. Das verzerrt ein wenig, wie viele Meter das sind. Es sind 12 Sekunden aktuell. Aber das ist ganz am Anfang dieser 6 Kilometer. Einen haben wir erst absolviert. Oder was heißt wir? Die Damen, die da unten unterwegs sind, die Höchstleistungen vollbringen. Ja, die Französinnen sind auch wieder da, haben aufgeschlossen. Und Andrea Henkel geht jetzt hier diesen langen Anstieg hinauf. An den im Wald verstreuten Fans vorbei. Die hat ja gesagt, ich habe längst noch nicht genug. Auch bei meiner 14. WM, auch bei meiner 16. WM-Medaille nach dem Silber. Das reicht mir nicht. Ich will noch mehr. So kennt man sie. Ehrgeizig, positiv ehrgeizig, immer motiviert, wenn sie an den Start geht. Will sie und kann sich im Umkehrschluss auch richtig, richtig ärgern, wenn es daneben geht. So wie es im Sprint wieder einmal leider hier bei diesen Weltmeisterschaften der Fall war. Kann sich aber auch richtig freuen über Silber, über ihre gute Leistung im Verfolger, wo sie von 33 auf Platz 6 nach vorne gelaufen ist. Und hier legt sie noch mal ein bisschen Abstand zwischen sich und Pidruschna. 8,7 Sekunden. Pidruschna müsste ja versuchen, dahin zu laufen. Sie ist immerhin die Sprint-Weltmeisterin und das wirst du nicht mit langsamem Laufen. Also das entweder hält Andrea das Tempo so hoch. Wir schauen zum Vergleich mit Berger. 23,6 Sekunden, das nur zur Vollständigkeit. Oberhofers Rückstand. 38,6 Sekunden war der Rückstand von Norwegen. 33,6, also 5 Sekunden, holt Berger auf Henkel auf. Also Henkel läuft, ja, ihr Tempo. Und Pidruschna kann dem noch nicht folgen. Marie-Doran-Aberde, die haben wir hinter Thora Berger gesehen. Die Silbermedaillengewinnerin in der Mixstaffel für Frankreich. Die ist so im Sog von Thora Berger. Die schieben sich da von hinten langsam, aber sicher heran. Andrea Henkel beim Schießen. Sie hat ein Kunststück vollbracht. Sie hat nämlich die letzten 8 Schießen komplett fehlerfrei absolviert. 4x0 im Verfolger, 4x0 im Einzel. Das zeigt, dass sie ihre Sicherheit am Schießstand offensichtlich zurückgewonnen hat. Und das wäre doch jetzt auch was. Mit 0, ohne Nachlade hier rauszugehen und dadurch die anderen erstmal schön unter Druck zu setzen.
Das wäre jetzt die Idealvorstellung. Dafür hat sie beim Anschießen unter Belastung einen Fehler geschossen. Liegend. Mal schauen, wie es jetzt geht. Wir hoffen und drücken die Daumen. Fehler, noch nichts passiert. Die Ukraine indes. Die Druschner fehlerfrei wird dann Henkel von. Nein, gleichzeitig stehen sie auf. Gleichzeitig gehen sie raus. Und eben konnte Henkel Pidruschner ja in Schach halten. Dora Berger ist da. Oberhofer für Italien fehlerfrei. 1,4 Sekunden, das ist nichts. Dieser Rückstand von Andrea Henkel. Was macht Dora Berger? Sie zeigt das, was wir von ihr kennen. Dora Aber für Frankreich, aber auch gut. Olga Vilukina auch fertig. Jetzt kommen sie, jetzt kommt die Meute. Hinter den Führenden hinterher. 10 Sekunden Rückstand für Oberhofer. Um die 20, 21, 22 Sekunden dann für Frankreich, Norwegen und Russland. Deutschland aktuell auf einem Silberplatz. Wer hätte das gedacht für die Staffel, die wir vorsichtig mal zum erweiterten Favoritenkreis gezählt haben. Ukraine haben wir auf der Liste gehabt bei den Favoriten. Frankreich, Norwegen, Russland, das sind die Nationen. Italien, ist ja, das Sensation. Das ist unglaublich, dass wir da vorne sind. Beste Platzierung 5 im Weltcup. Also die Italienerinnen, was die hier abziehen, ist wirklich ganz große Klasse. Die größte Überraschung in diesem Feld. Im Gleichschritt gehen sie hier hoch. Pidruschner und Henkel. Die eine 26, die andere 35. 10 Jahre, fast 9, trennen diese beiden. Eine ganze Athletengeneration. Ja, genau. Ja. Und die nächste haben wir auch schon wieder gesehen mit Laura Dahlmeier, mit ihren 19 Jahren. Läuferinnen aller Altersklassen hier am Start. Und wie fiebern sie hier mit? Ja, ein Fehler, oder beziehungsweise ein Nachlader. Den haben sie beobachtet bei Andrea Henkel und da gibt es keinen anderen Gesprächsstoff im Moment als das, was macht Andrea hier als unsere Schlussläuferin bei diesem WM-Rennen, bei dem es darum geht, nach 2 Goldmedaillen gewinnen nacheinander für eine deutsche Staffel bei Weltmeisterschaften, hier vielleicht die 3. Medaille dazu zu fügen, welche Farbe sie auch immer haben mag. Da wollen wir jetzt noch nicht drüber spekulieren, sondern uns über jede Medaille freuen, so es denn eine wird. Aber 0,5 müssen her. 0,5 müssen her. Da kommt Berger, da kommt die Französin Dorin Aber. Sehr gute Schützin. Da müssen jetzt 0,5 her. Aber sie hat das Potenzial, Andrea Henkel. Sie hat es. Sie hat alles, was man dafür braucht. Sie hat die Erfahrung, sie hat die Konstitution, die körperliche auch im Moment. 0,7 Sekunden, da ist gar nichts passiert zwischen den beiden. Gucken wir nach hinten. Ja, Pidruschner läuft mir zu langsam und mir bleibt Andrea zu lange dahinter. 7 Sekunden, Oberhofer, 10 Sekunden. Oh, da haben sie deutlich aufgeholt, ganz deutlich die Verfolgerinnen. Ich glaube, Andrea könnte schneller laufen und denkt sich, das wird ein Zweikampf und registriert vielleicht nicht, dass von hinten die Meute kommt. Da ist ein Stock weg von Berger. Kriegt eine 9. Ganz schnell, war quasi die beste Stelle, um einen Stock zu verlieren oder einen Stock wegzuwerfen. Die Betreuer stehen da ja, haben das Ersatzmaterial parat. Da hat sie keine großen Strecken gehabt, wo sie mit einem Stock nur laufen musste. Und Andrea Henkel und Pidruschner hier parallel auf der Abfahrt. Henkel müsste es aber eigentlich wissen, wie es hinten zugeht. Denn es stehen da immerhin Betreuer an der Strecke. Die könnten ihr doch diese Information weitergeben. Ja, das ist richtig. Es hängt natürlich schon auch von der Athletin und den Entscheidungen der Athletin ab. Das ist ganz klar. Wie fühlt sie sich? Jetzt kommt sie hier in den langen Anstieg. Jetzt mit dem Angriff. Geht sie vor. Das ist wichtig, weil Pidruschner braucht Druck. Die darf hier nicht ihr Tempo zum Skistand laufen. Andrea Henkel jetzt an der Spitze. Oberhofer, schaut. Wo holt Oberhofer das her? Super. Super. Sie war ja 8. bislang als bestes Ergebnis ihrer Karriere. Das war in diesem Jahr in Antols. Das war so der Ausreißer. War hier immer in den 20er-Rennen platziert. Und Herbert, schau noch mal auf Tora Berger. Die hat jetzt auch nur noch einen Handschuh, wenn du das siehst. Genau an der Hand, wo der Stock weg war, den Ersatzstock, den sie sich hat geben lassen. Da fehlt der Handschuh jetzt. Und das ist auch der
die Hand, mit der sie den Abzug betätigt. Ist das ein Nachteil? Nein, im Gegenteil. Also wenn sie läuferisch damit zurechtkommt, wenn die Hand jetzt nicht kalt wird, dann hat sie alles Gefühl der Welt. Und hier sehen wir, was sehen wir? Da muss ja praktisch Handschuh und Stock gleichzeitig. Da hat sie auf jeden Fall noch beide. Ja. Ist der ursprüngliche rechte Hand offensichtlich noch? Ja. Der rechte Arm, was macht sie? Was wird sie wahrscheinlich draufgestiegen werden? Weil sonst reißt sie ja jetzt. Ja, da fliegt der Hand. Alles. Handschuh und. Also Stock und Handschuh fliegen weg, weil die Französin draufgestiegen ist. Ja. Keine Absicht. Aber in der Familie liegt es ja offensichtlich, keine kalten Hände zu kriegen. Ja. Lars Berger, ihr Bruder, läuft immer ohne Handschuhe. Minus ein Grad haben wir im Moment und hören von Sven Fischer, der ja auch immer ohne Handschuhe gelaufen ist. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Das hältst du locker aus. Schauen wir, ob Berger das tatsächlich so ohne weiteres aushält. Aber freuen uns jetzt erstmal und sind gespannt. Schaut auf das letzte Schießen dieser Staffel, dieser WM-Staffel hier bei den Frauen. Mit einer Andrea Henkel, die führt. Es ist, Herbert, ja, der Showdown. Wie so oft entscheidet sich alles beim letzten Schießen, beim Stehendanschlag, zu dem fünf Läuferinnen fast gleichzeitig kommen. Anspannung natürlich auch bei Gerald Hönig. Seit 20 Jahren arbeitet er mit Andrea Henkel. Jetzt zählt aber nur dieser Moment. Berger. Die kann am schnellsten stehen schießen von all diesen fünf Athletinnen. Beginnen mit Fehler die Norwegerinnen und die Ukrainerinnen. Henkel trifft, lässt sich Zeit, jetzt auch der Fehler bei Andrea Henkel. Italien, Oberhofer. Das gibt's doch nicht. Oberhofer grandios. So. Geht in Führung. Berger ist weg. Piedroschner ist weg. Das Podest für Andrea Henkel auch weg. Ja. Jetzt komm, Andrea, hau den weg und auf geht's. Jawohl, sehr gut. Oberhofer, Piedroschner, Berger. 1,3 bzw. 2,3 Sekunden der Abstand. Jetzt Andrea Henkel, die Russin ist da auch noch vorbeigehuscht. Olga Vilukina, Fünfte sind sie, 15 Sekunden. Jetzt alles geben, alles, was in ihrem Körper steckt, muss sie jetzt mobilisieren an Kraft, um hinterherzukommen, hinter diesem Führungstrio. Vorbei geht sie an der Russin, denn jetzt zählt nicht mehr taktieren, jetzt zählt nur noch Gas geben. Und Oberhofer jetzt auf der Flucht, wenn man sich das so anguckt, vor den beiden, die da von hinten ranstürmen. Schauen Sie auf Tora Berger, unnachahmlicher Stil. Sie, die so beißen kann, sie, die sich so motivieren kann, so viele Kräfte mobilisieren kann, fliegt da vorbei, gemeinsam mit Piedroschner an der Italienerin. Die wird sich sagen, na sowas, wer hat mich denn da jetzt so im Vorbeigehen mal eben überholt. Und Berger, während die anderen schon sehr frühzeitig hier den Rhythmus wechseln, hält noch drei, vier Schritte einfach weiter. Das Tempo extrem hoch und das kann sie auch. Unglaublich, was Tora Berger hier zeigt, obwohl man sagen muss, das sieht hier enorm schnell aus, aber sie ist nicht die schnellste Läuferin aller Biathletinnen hier. Aber auf der letzten Runde, da kann sie so richtig zum Tier werden, die Tora. Und da befürchte ich, ist für die anderen jetzt nichts mehr zu holen. Da geht es jetzt noch um die Platzierungen. Und ich weiß nicht, ob Andrea das einholen kann. 0,5 wären es gewesen, ich habe es vorher gesagt. Die Reaktion. Zwei Nachlader sind hier zu viel. Schade, das war so ein tolles Rennen. Ja, und Fritz Fischer. Schauen wir mal, vielleicht geht ja noch was auf 3. Oberhofer hält noch mit, das heißt, die Geschwindigkeit kann sie halten im Augenblick. Schwierig einzuholen. 11 Nachlader jetzt insgesamt für die deutsche Mannschaft. Die Norwegerin als einzige da vorne mit einer Strafrunde belastet. Die anderen alle ohne Strafrunde. Umso stärker ist die Leistung der Norwegerin natürlich einzuschätzen, da sie hier führen. 3,5 Sekunden vor der Ukraine und Italien. Klasse, sensationelles Ergebnis, kann man glaube ich sagen. Für die Italienerinnen, die bei WM Wettbewerben noch nie in Erscheinung getreten sind, was den Kampf ums Podium angeht. Sie waren in Ruhpolding 12. Bei den Olympischen Spielen waren sie 11. in Vancouver. Eine WM-Medaille gab es noch nie für Italien in der Frauenstaffel. Andrea Henkel jetzt auf Rang 4 vorgelaufen. Aber schauen Sie auf den Abstand. Das sind 20 Sekunden knapp vor die drei vorne an der Spitze Vorsprung haben vor Andrea Henkel.
Das kann niemand mehr einholen. Und das kann auch Andrea nicht einholen. Berger wird hier gewinnen. Das steht jetzt fest. Also die, wenn die jetzt nicht noch ganz böse auf die Nase fällt, was wir ihr beim besten Willen nicht wünschen wollen, dann ist das sicher. Dann ist das wieder eine Medaille, wieder einmal eine goldene für Tora Berger. Es wird dann ihre vierte werden. Die insgesamt siebte Medaille, wenn ich richtig gerechnet habe, für die norwegische Mannschaft. Inge Helge Svensson ja auch schon dreimal mit Gold dekoriert bei den Männern, inklusive der Mixstaffel. Der norwegische Männertrainer, da sehen wir ihn. Peitscht auch Tora Berger jetzt hier gerade hoch. Die sind ja alle immer unterwegs dann hier an der Strecke. Aber auch Pidruschna wird angefeuert hier, um eventuell irgendwie dagegen zu halten. Noch 7,2 Sekunden der Rückstand. Verlieren aber. Und Andrea Henkel müht sich, muss schauen, dass sie den vierten Platz behält. Die Russin kommt. Biluchina greift nochmal an. Und da kommen auch noch die Französinnen. Die ist schnell, Marie-Dorin Aber. Da ist Biluchina vorbei. Sie, die vor einem Jahr ja die einzige Medaille gewinnen konnte für die russischen Frauen bei der WM in Ruhpolding. Und jetzt jubeln sie der neuen Weltmeisterin in Verbindung mit Synnøve Solemedal an Christine Flatland und Hilde Fenne zu Tora Berger auf den letzten goldenen Metern für Norwegen. Sieg in der Staffel der Frauen. Tolle Leistung der Norwegerinnen, obwohl es am Anfang nicht danach aussah. Und dann die Ukraine wieder mit einer Medaille hier. Das ist die dritte für Olena Pidruschna. Und Italien als dritte hier mit auf dem Podest. Karin Oberhofer bringt ins Ziel, was die anderen vorbereitet haben. Biluchina, die Russin, holt Platz 4. Und dann kommt Andrea Henkel als fünfte ins Ziel mit 30,9 Sekunden Rückstand. Da ist die Serie gerissen, muss man sagen. Seit 95 deutsche Frauenstaffeln immer mit einem Platz auf dem Podest. 2013 ist das Jahr, in dem das nicht so ist. Erstmals seit langem nicht so ist. Wir haben aber zum Teil richtig, richtig gute Leistungen gesehen in dieser Staffel. Allen voran Laura Dahlmeier in ihrer WM-Premiere. Andrea Henkel hat das versucht, was sie kann. Beim letzten Schießen, die beiden Nachlader, die waren es. Die haben ja, es ihr versaut sozusagen, oder sie hat sich es selbst genommen, diese Chance ganz vorne oder aber auf dem Podest platziert zu sein. Miriam Gössner, ja, ein bisschen zu oft nachgeladen, kann man wieder mal sagen, das Schießen nicht ideal. Und Franziska Hildebrand auch. Zwar eine vernünftige Vorstellung, aber auch keine herausragend gut. Und das sind die Siegerinnen des heutigen Tages. Nach dem zweiten Wechsel noch 14. Dann Sieger, so schnell geht's. Und die Erkenntnis des Tages muss sein, aus unserer Sicht, dass Laura Dahlmeier eine absolute Verstärkung für diese Mannschaft ist und sie nicht die einzige Juniorin ist, die wir haben, die da noch kommen in den nächsten Jahren. Und das ist die Hoffnung für mich, dass wir auch schon nächstes Jahr eine wirklich gute Mannschaft haben, die sich gegenseitig pusht und hochtreibt.